Wir werden höflich gebeten, von einer Logarithmusfunktion namens f von x gleich ln von 3x plus 4 die Tangente und die Normale an den Graphen an der Stelle x0 gleich 2 zu bestimmen. Dann haben wir natürlich dieses, habe ich noch nicht wieder weggewischt von der vierten, vom vierten Teil, das ist jetzt der fünfte Teil und vorletzte Teil vorläufig. Wir haben die Funktion abzuleiten, dann haben wir x0 einzusetzen in f und in f' und dann haben wir die Werte, die wir hier, hier und hier rauskriegen oder gegeben haben, hier, hier und hier, beziehungsweise hier, hier und hier einzusetzen. Okay, als erstes Schritt leiten wir diese Funktion ab. Das funktioniert nach der Kettenregel 1 durch 3x plus 4 mal 3 oder 3 durch 3x plus 4. Ja, wer da an der Stelle nicht mitkommt, kann sich einmal ln ist 1 durch das, was hier in der Klammer steht. Und dann muss man das, weil es die Kettenregel ist, hier drin noch eine Funktion steht. Ne, ln-Funktion verkettet mit dieser linearen Funktion. Dann müssen wir noch mit der Ableitung des, der inneren Funktion multiplizieren. Ansonsten ist Kettenregel das Stichwort. Wenn man das eingibt, dann kommt man auch zu Basisvideos. Und dann ist das hoffentlich nachvollziehbar. Gut, jetzt müssen wir 2 einsetzen. Dann ist dieses hier ln von 10. Und ln von 10 ist ungefähr 2,3. Ja, hier 2 eingesetzt, 3 mal 2 ist 6, plus 4 ist 10. Und das ist ungefähr 2,3. F' von 2 ist ungefähr 0,3. Und dann können wir sofort hier einsetzen. T von x ist gleich 2,3. Plus 0,3 mal x minus 2 ist also gleich 0,3x. Und das hier sind minus 0,6 plus 2,3. Das sollte man vielleicht im Taschenrechner rechnen, besonders am Ende der Klausur. Wenn das am Ende der Klausur vorkommt und man denkt da und dann schreibt man hier 1,6 hin, kriegt man vielleicht 2 Punkte weniger und die fehlen einem dann hinterher einfach. Okay. N von x ist gleich 2,3 minus 1 durch 0,3 mal x minus 2. Auch wieder fast hiervon abgeschrieben. Ja, man kann das allerdings auch hier einfach da einsetzen. 1 durch 0,3 sind 3 ein Drittel, beziehungsweise 3, 10 Drittel können wir auch sagen. Ne? 10 Drittel. Ist vielleicht ganz schön. Mancher mag das, mancher nicht. Minus 10 Drittel x. Und jetzt rechnen wir sofort 10 Drittel minus 10 Drittel mal minus 2 sind 6 2 Drittel plus 2,3 sind plus 8,96 Periode oder 8,967 oder wo auch immer man hin, 8,97, je nachdem wo man hinrunden soll. Und damit sind wir dann auch jetzt hiermit fertig und dann kommen wir gleich nochmal zum Schluss in der sechsten Folge mit einer Wurzelfunktion. Hier ist das Schildchen und ich freue mich, wenn du Kommentare schreibst oder auch nur einen. Jedenfalls tschüss.